auch irgendwo langweilig. Das kann ich nicht bestätigen. Mir macht es persönlich super viel Spaß und ja, die letzten 2 Stunden, 2,5 Stunden, sie sind fast wie im Fluge vergangen. Wir kommen nämlich zu unserem 15. und letzten Paar hier in diesem Auftakt in Dortmund beim Signal Iduna Cup, beim Dressurreiten, beim 5-Sterne-Auftakt im Oberhaus des Dressursports. Ich habe so ein bisschen gerade die Luft angehalten, denn er trabte gerade einmal los, dieser Dablino FRH, ein direkter Nachkomme des De Niro, der ja die Weltrangliste, die WBFSH-Liste der Zuchtvererber der Dressurpferde anführt, hier unter Wanderbusch 2 im Pedigree verewigt dieses 17-jährigen Hannoveraners und im Sattel. Natürlich, Deutschland macht noch einmal den Abschluss, und zwar Annabel Balkenhol. Ja, Sie Dressurkenner, Sie wissen ganz genau, was diese charmante Dame für Erfolge schon im Dressursattel errungen hat. Da erinnere ich mich an den 1. und 3. Platz in einer Prüfung im Grand Prix Spezial in Frankfurt. Ich erinnere mich aber auch an die WM-Bronzemedaille in Kentucky oder auch zum Beispiel 2016 die Sieger im Grand Prix Spezial in Aachen. Diese junge Dame aus dem westfälischen Münsterland, Annabel Balkenhol und Dablino FRH. Viel Spaß! So macht doch Dressurreiten richtig, richtig Spaß anzuschauen. Dablino, FRH vom De Niro, Annabel Balkenhol. Ja, ich hatte mal in Berlin beim Mercedes-Benz
Festival die große, große Ehre, Klaus Balkenhol in einem Fachvortrag zu erleben über die Philosophie und die Aufmachung in der Arbeit eines Dressurpferdes. Und ich glaube, das alles spielt sich hier und spiegelt sich auch wieder in dieser Runde von Dublino FRH. Annabel Balkenhol, wirklich tolle Hilfenabstimmung. Pferd ist immer sehr aufmerksam, wartet förmlich auf die Hilfe der Reiterin und bietet sich förmlich an und sagt, hallo, hier bin ich, was machen wir jetzt? Natürlich Klaus Balkenhol, er hat auf der Teilnehmertribüne Platz genommen. Er begutachtet natürlich ganz, ganz genau, was hier seine Tochter macht. Tolles Team sind sie, trainieren zusammen, stimmen sich immer ab. Klar, mit den Erfahrungen ist sie schon selber sehr, sehr gut ausgestattet, zu wissen, wie bildet man ein Pferd aus, wie stellt man ein Pferd vor. Aber wenn man natürlich immer noch mal gerade so eine Koryphäre aus dem Dressursport an der Hand hat, die einem immer noch mal Tipps geben kann, dann ist das wirklich ein Gold wert und ein Geschenk. Natürlich während des Rittes sieht man ihr das noch gar nicht an, ob sie zufrieden ist. Ich denke aber mal, mit dieser Runde hier von Dublino FRH wird sie doch zufrieden gleich das Viereck verlassen. Jetzt noch einmal die Piorette rechts. Und diese geforderten 6 Galoppsprünge auch eingehalten. Und ich kann Ihnen versprechen, morgen Abend dürfen Sie oder Sie, nein, Sie müssen alles, was Fußball heißt, wegstreichen. Ob Dortmund spielt, Bayern spielt oder Hertha spielt, es ist total egal. Bitte morgen Abend Clip My Horse einschalten, denn da dürfen diese Kandidaten hier in der Dortmunder Westfalenhalle ihre Kühe zeigen. Und der ein oder andere, er hat eine Musik dabei, das kann ich Ihnen versprechen, da bekommen Sie Gänsehaut. So auch die Musik morgen von Dublino FRH und Anna Balkenhol. Alle Paare mit 60% und mehr qualifizieren sich ja morgen für die Kür bzw. Sonntag dann für den Spezial. Es sind an diesem Wochenende die 3 schwersten Dressuraufgaben der Welt, die man je reiten kann. Wir sind im absoluten Oberhaus der Dressur. Wir sind am absoluten Oberhaus auch bei Dublino FRH und Annabel Balkenhol aus Deutschland. Der Schlussapplaus für Annabel Balkenhol und Dublino FRH. Ja, und hier innen können wir den Trend ja verfolgen. Es wird auf jeden Fall zum Schluss noch einmal richtig spannend, was die Wertungen angeht. Und ich persönlich, liebe Zuschauer, ich fand diese Runde hier von Dublino FRH und Annabel Balkenhol eine wirklich, wirklich tolle, tolle Vorstellung. Hier der starke Trab sehen wir noch einmal im Seitenbild. Da passt wirklich alles. Ich habe in Erinnerung, die Pioretten, sie waren sauber. Die Passage war ganz sauber durch. Also bei den Einerwechsel, Zweierwechseln gab es vielleicht eine ganz, ganz kleine Unsicherheit zu Beginn der Zweierwechsel, aber es war alles wirklich, wirklich toll. Erst einmal noch der kurze Blick auf das Ergebnis von Judy Reynolds und Vancouver. Es ist bestätigt, 73,8% ist der dritte Rang. Aber jetzt. Ich kann Ihnen versprechen, bleiben Sie noch ganz kurz dran, gehen Sie noch nicht los. Es ist am Ende und das war das, was ich im Gefühl hatte. Ich wollte es bloß noch nicht aussprechen. 74,52%. Wenn sich das bestätigt für Dublino FRH vom De Niro und Annabel Balkenhol, ist das der Sieg hier im Grand Prix. Und mit 73,773% haben aber auch die Zuschauer, das Fachpublikum hier in Dortmund, sie auch auf die erste Position katapultiert. Also 74,52 stehen jetzt im Raum. Schauen wir nochmal ins Detail rein. Bei E 74,6. Bei H 72 und jetzt halten Sie sich fest, bei C gab es 78,60% vom Richter, vom Chefrichter bei C
der Chefrichter aus Frankreich. Bei M gab es für Anna Balkenhol 72-7-0 und bei B gab es 73%. So, ganz schnell der Zwischenstand: 74-5-2 Anna Balkenhol. Bredo Werndl 74-4-0 auf 2 und Fabienne Lüttgemeier 74-0-2. Also Deutschland dominiert hier diesen Grand Prix de Dressage, diese erste Auftaktprüfung in Dortmund beim Signal Iduna Cup. Wir bleiben natürlich ganz, ganz kurz dran, denn wir wollen ja noch ganz kurz hören, ob das Ergebnis von Annabel Balkenhol, bevor wir sie in die Pause verabschieden, auch wirklich bestätigt wurde, weil es ist wirklich verdammt eng. 74